Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal den ersten Boss, Razorgor, aus der 49-Mann-Raid-Instanz, dem Pechschwingen-Hort, an. Dieser befindet sich direkt nach dem Eingang, sodass im Vorfeld kein Trash getötet werden muss. Der Kampf selbst besteht aus zwei Phasen. In der ersten wird der Boss übernommen und mit diesem alle Eier, die ihr im Hintergrund schon sehen könnt, zerstört. Währenddessen kümmert sich der Raid um aus vier Ecken spawnende Mobs. Ihr teilt euch vorweg allerdings in vier Gruppen auf, in jeder Ecke so gesehen eine. In der zweiten Phase verschwinden alle Adds und Razorgor persönlich muss erledigt werden. Dieser verschießt allerdings böse Feuerballsalven, die jeden treffen, der sich im Sichtfeld befindet. Der Encounter allgemein kann in verschiedenen Taktiken bezwungen werden. Ich erkläre euch heute einfach mal die für mich gängigste Methode, welche vor allem am Anfang ohne dem besten Equipment zu meistern ist. Ich will euch in diesem Video nicht nur stumpf sagen, was Razorgor für gefährliche Fähigkeiten hat, sondern vor allem darauf eingehen, was welche Rolle machen muss. Da ich davor noch nie Bossguide-Videos gemacht habe, würde ich mich selber Feedback und vielleicht da sogar einen Daumen oder ein Abo freuen. Vielen Dank auf jeden Fall. Am Schluss des Videos erzähle ich euch noch von einer alternativen Taktik, die ihr vielleicht sogar mal zuerst probieren könnt. Jetzt starten wir aber einfach mal los. Viel Spaß! Ein Spieler muss Razorgor mit der Kugel oder auch Orb genannt übernehmen und alle 30 Eier zerstören, um die zweite Phase einzuleiten. Für den Orb-Controller in Phase 1 werden zwei Leute eingeteilt. Derjenige, der Razorgor übernimmt, hat diesen, vorausgesetzt er wird von keinem Add unterbrochen, für genau 90 Sekunden. Zugleich bekommt er einen Cooldown, dass er den Orb nicht nochmal benutzen kann für 60 Sekunden. Ihr braucht also, sollte was schief gehen, immer ein Backup. Bei uns hat das früher mal ein Shadow Priest und als Backup ein Schurke gemacht. Viele nehmen aber auch den Main Tank dafür, da der Controller anschließend Aggro hat. Das Orb kontrollieren macht ihr am besten von unten, da dort die Chance viel geringer ist, dass euch ein Mob unterbricht. Wenn ihr den Boss also kontrolliert, müsst ihr insgesamt 30 Eier zerstören. Dieses macht ihr mit der Fähigkeit, die aussieht wie eine Klaue. Ihr könnt euch diese natürlich auch einfach auf eine Taste binden. Die Castzeit der Fähigkeit beträgt 3 Sekunden und hat anschließend 7 Sekunden Cooldown, was bei 30 Eiern bedeutet, dass Phase 1 mindestens 5 Minuten dauert. Dadurch könnt ihr zu Beginn des Kampfes auch direkt eure 5 Minuten CDs raushauen, da diese zu Phase 2 wieder bereit sein sollten. Die anderen Fähigkeiten macht ihr eigentlich nicht, da ihr euch voll und ganz auf das Zerstören der Eier konzentriert, also zumindest nicht bei dieser Taktik. Wenn ihr alle 30 Eier zerstört habt, beginnt Phase 2. Sagt also an, wenn ihr das letzte Ei kaputt macht und zerstört es am besten in der Nähe, wo ihr dann den Boss auch in Phase 2 tanken wollt. Jedoch sollte das letzte Ei natürlich nicht direkt neben dem Controller stehen, da ihr Aggro haben werdet. Dazu aber dann gleich noch mehr. Der zweite Spieler, der als Backup eingeteilt ist, ist in einer Gruppe ober- oder unterhalb der Controller-Plattform zugeteilt, sodass er bei Bedarf schnell eingreifen kann. Ab Phase 2 hat der Controller keine spezielle Aufgabe mehr. Nachdem die drei Mobs auf der Plattform umgefallen sind, rennt ihr in die euch zugewiesene Gruppe. Aus allen vier Ecken spawnen jetzt nämlich Mobs, die es gilt zu töten bzw. zu kontrollieren. Dazu werden die Spieler wie gesagt in vier Gruppen in je eine Ecke aufgeteilt. Dort erscheinen jetzt drei Arten von Gegnern. Die Magier der Pechschwingen, also die stofftragenden Orks, sind dabei direktes First Target und müssen unterbrochen und sofort getötet werden. Die Legionäre der Pechschwingen danach. Zudem spawnen hier noch Drachenbrutgegner, diese werden aber von ausgewählten Tanks bzw. Huntern gekitet, zu diesen später dann aber noch mehr. Für euch zählt hier wirklich nur zuerst die Stoff-Ork-Magier und danach die Ork-Legionäre umhauen. Beim Übergang zur Phase 2 rennt ihr erstmal hinter die Säule, sodass ihr nicht von der ersten Feuerballsalve erwischt werden könnt und atmet erstmal eine Sekunde durch und bandagiert euch. Wenn euer Raidleiter sagt, dass ihr Schaden machen könnt, dann raus mit euch. Behaltet aber immer euer Deadly Boss Mods Addon im Auge, ich kann in dieser Phase nämlich neben den Feuerbällen noch die Attacke Kriegsdonner treffen, welche neben dicken Schaden euch sogar noch stunt. Es gilt also beides zu umgehen. Bewegt euch, bevor die Feuerballsalve kommt, hinter die Säule, bandagiert euch und lasst euch nicht im Nahkampf von der Kriegsdonner-Fähigkeit treffen. Solltet ihr jedoch genügend Feuerresi und allgemein Gier haben, spielen es viele Gilden auch so, dass nur die Caster und Heiler sich außerhalb der Sicht hinter der Säule verstecken und die Minis dranbleiben. Besprecht das aber auf jeden Fall mit eurem Raidleiter. Für den Anfang würde ich euch auf jeden Fall Ersteres empfehlen, auch wenn der Fight natürlich dadurch ein bisschen länger dauert. Nachdem auch hier die ersten drei Mobs auf der Anhöhe mit der Orb gefallen sind, geht es für euch ebenfalls in eure eingeteilte Gruppe. Eure Aufgabe ist es, gegebenenfalls den Legionär an euch zu binden und direkt den Magier zu fokussen. Unterbrechen natürlich nicht vergessen. Die fest eingeteilten Tanks kiten hier die dritte Art von Mobs, nämlich die Drachenbrut. Zu diesen komme ich aber an einem späteren Punkt noch genauer. Beschützt auf jeden Fall eure Mitspieler, auch wenn ihr mal eine Drachenbrut tanken müsst. Hauptsache, diese laufen nicht zu euren Heilern und vor allem nicht zum Controller. Solltet ihr also ein Off-Tank sein, könnt ihr euch ab jetzt hinter der Säule verstecken und auf die erste Feuerballsalve sowie den Anweisungen eures Raidleiters warten, wie die anderen Milis halt auch. Solltet ihr allerdings einer von zwei Main-Tanks sein, dann steht jetzt direkt bei Razorgor, da dieser jetzt wild auf den Controller losgehen will. Ihr benötigt für diesen zwei Tanks.
Tank diesen am besten irgendwo unterhalb der Plattform, von welcher auch Razorgore in Phase 1 übernommen wurde. Allgemein aber einfach so, dass sich eure anderen Mitspieler hinter der Säule vor der Feuersalve out of sight verstecken können. Der zweite Tank steht hinter dem Boss und muss unbedingt zweiter in der Agro-Liste sein. Euch wird nämlich als Tank regelmäßig die Fähigkeit Großbrand treffen, welche eure Agro reduziert, sehr viel Schaden macht und den Boss automatisch den zweiten in der Agro-Liste angreifen lässt. Im besten Fall rennt Razorgore also zwischen den beiden Tanks einfach hin und her. Wenn ihr einen Jäger bzw. Tank spielt, kann es euch gut passieren, dass ihr als Kiter in einer der jeweiligen vier Ecken eingeteilt werdet. Sobald also eine Drachenbrut aus eurer Ecke kommt, schießt ihr diesen als Hunter direkt an und lauft über die jeweilige Plattform und springt mittig runter. Dadurch muss der Mob komplett außen rum laufen. Als Rieger-Tank gehen hier ein bis zwei Rüstungszerreißen und eine Kniesinne drauf und ab geht die Fahrt. Ich blende euch im Hintergrund auch gerade mal eine Grafik von einem meiner Meinung nach ganz guten Laufweg ein. Ihr rennt also so gesehen immer eine Schleife und nehmt alle Drachkens, die euch auf dem Weg entgegenkommen, mit. Wenn also jemand im Raid eine Drachenbrut in der Mitte hat, direkt ansagen, sodass einer der Leute die Kiten euch diesen abnehmen kann. Im Hintergrund seht ihr auch schon einen Jäger, der das Ganze macht. Solltet ihr also ein Hunter sein, immer schön im Sprung schießen und eure Eisfallen am Anfang der Rampen positionieren. Insgesamt können 12 Drachken spawnen. Bedeutet, wenn ihr für den Anfang 4-6 Leute habt, die kiten, sollte das passen. In jeder Ecke halt mindestens einen. Wie gerade eben schon erwähnt, haben die Jäger und auch Schamanen in Phase 1 noch eine besondere Aufgabe, da sie Frostfallen und Slow-Totems an die Aufgänge der jeweiligen Rampen stellen, sodass es die Kiter leichter haben, ihre Drachken-Ads auf die jeweilige Plattform zu ziehen, um dann runterzuspringen. Solltet ihr also ein Schamane oder Jäger sein und nicht als Kiter eingeteilt worden, schaut, dass ihr eure Frostfallen sowie Slow-Totems immer an die Aufgänge auf CD haltet. Erleichtert definitiv das Leben eurer Mitspieler. Auch jegliche Items, die euch einen Geschwindigkeitsvorteil bieten, sind von Vorteil, zum Beispiel die Tempo-Verzauberung auf die Schuhe. Nachdem ihr zum Start die drei Mobs getötet habt, geht ihr in eure jeweilige eingeteilte Gruppe. Für alle Ranged-IDs gilt natürlich auch die Kill-Target-Reihenfolge, zuerst die Ork-Magier, welche ihr natürlich auch unterbrechen müsst, und dann die Legionäre. Die Legionäre können zudem geschiebt werden. Ich würde diesen demnach immer schieben, wenn ihr seht, dass der Magier noch am Leben ist. Wenn ihr zudem seht, dass ein Drachkin unkontrolliert in die Mitte läuft, dann versucht dieses irgendwie für ein paar Sekunden zu kontrollieren, wie zum Beispiel ein Sleep von einem Druiden oder ein Fear von einem Hexer, bis einer der Kiter vorbeikommt und euch den Mob wieder abnimmt. Zum Beginn von Phase 2 rennt ihr erstmal wie alle anderen auch hinter die ausgemachte Säule und versteckt euch und bandagiert euch am besten. Ihr habt es hier natürlich deutlich leichter, nicht von der Feuerballsalve getroffen zu werden, da ihr ganz einfach aus der Sicht vom Boss laufen könnt. Sobald die Salve vorbei ist, geht ihr kurz ums Eck und ballert, was das Zeug hält. Zieht dennoch auf keinen Fall Aggro, da Razorgore spottimmun ist. Der Raidleiter wird es euch auf jeden Fall danken. Heiler haben bei diesem Kampf keine spezielle Aufgabe. Nachdem die ersten drei Mobs auf der Anhöhe mit der Kugel gefallen sind, stellt ihr euch zu eurer jeweiligen Gruppe und heilt diese und drückt vor allem den Leuten, die kiten müssen, hin und wieder einen Hot. Ist ein Drachenbrut-Add bei euch, welches gekitet werden muss, direkt ansagen, sodass ich diesen Kiter schnappen kann. Ein Druide kann dieses zwischenzeitlich auch einfach sleepen. Die Priester halten immer ein Schild auf der jeweiligen Person, die gerade die Kugel und somit Razorgore kontrolliert, um eine Unterbrechung durch Adds zu vermeiden. Nachdem alle Eier zerstört sind, versteckt auch ihr euch hinter den Säulen, um der Feuerballsalve zu entgehen. Schaut regelmäßig auf eure Daily Boss Mods, dort sollten euch besagte Salven angezeigt werden. Geht natürlich nach den Salven sofort von den Säulen weg und teilt, was das Zeug hält. Fassen wir also nochmal in wenigen Schritten zusammen. Nach dem Pull tötet ihr zuerst die drei Gegner auf der Plattform, wo auch der Orb steht. Auch hier gilt natürlich zuerst der Ork-Magier und dann die beiden anderen Mobs umhauen. Parallel geht der Controller direkt nach dem ersten Pull an den Orb und fängt direkt an, die Eier zu zerstören. Der restliche Raid verteilt sich nun auf die vier Ecken. Variabel können hier auch alle Heiler und Ranged-IDs in der Mitte zusammenstehen bleiben und je nach Bedarf die anstimmenden Adds einfach töten. Ich bin allerdings ein größerer Fan von vier festen Camps, wie ich sie auch im Video beschrieben habe. Also zumindest am Anfang der Phase, wo das Gear im Vergleich zu einem späteren Zeitpunkt noch nicht so gut ist. Die Kiter der jeweiligen Ecken kümmern sich nun um die Drachenbrut und kiten diese in der Schleife bzw. im Kreis. Hunter und Chummies vergesst hier nicht mit Eisfallen und Totems zu slowen. Wenn alle Eier zerstört sind, laufen alle bis auf der Main Tank hinter eine ausgemachte Säule und warten dort die erste Feuerballsalve ab. Verbindet euch dabei und werft euch am besten jetzt einen großen Feuerschutztrank rein. Nach der Ansage eures Raidleiters geht jetzt Razorgore hoffentlich an den Kragen. Vermeidet dabei dank Raid-Addon wie zum Beispiel Deadly Boss Mods Feuerballsalven, die mir aus der Sichtfeld von Razorgore geht. Es gibt für den Boss auf jeden Fall noch jede Menge Alternativtaktiken. Was ihr auf jeden Fall mal probieren könnt, wäre die Drachenbrutgegner in Phase 1 nicht zu kiten, sondern direkt zu töten. Ihr macht also eure vier Camps, bzw. lasst eure Ranged-IDs und Heiler in der Mitte und tötet die Brut einfach als drittes Target mit. In Phase 2 könnten zum Beispiel die Melees dauerhaft am Boss bleiben. Dadurch bekommen sie natürlich deutlich mehr Schaden, zwecks dem Feuerball Salven, allerdings geht auch deutlich mehr DPS in den Boss rein.
wäre von der Koordination zudem auf jeden Fall einfacher. Ob diese Taktik direkt zu Beginn möglich ist, mag ich mal zu bezweifeln. Zumindest für die meisten Gilden, dass einfach noch etwas am Equip mangeln wird, wobei mittlerweile in Classic alles möglich erscheint, wie Gilden wie die Apes. Früher oder später, wenn die Items dann stimmen, wird durch gerade eben beschriebene Alternativtaktik aber sich definitiv durchsetzen, denke ich. Ich will euch mit diesem Video einfach mal zeigen, wie der Bosskampf so ungefähr ausschaut und was ihr allgemein zu erwarten habt. Wenn euch das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch und vielleicht da sogar ein Abo. In diesem Sinne, viel Spaß bei Razorgore und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.